Moin, moin, liebe Thailand-Community. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Heute sind wir so ein bisschen auf ganz leicht auf die Ostseite der Insel gefahren, um hier. Ja. Ja, schaut euch das mal an. Hier sind wir erstmal auf dieser Anhebung noch und da fahren wir gleich runter. Das ist so eine kleine Bucht auf der Ostseite der Insel und guckt mal hier, zack, zoom mal ein bisschen ran. Das ist so ein ganz altes Schiffer- oder Fischerdörfchen. Da sieht man auch schon auf der Seite die ganzen kleinen Boote. Catchfish. Ja. Ne, und. Ja? Ja. Guck mal hier, so sieht das aus. Da ist unser Motorbike geparkt. Und da sind wir auch diesen ganz wunderschönen, sehr hügeligen Schlängelweg gerade runtergekommen. Ja. Hübsch hier. Beautiful. Ort dieser Location findet ihr natürlich wie immer genau unten in der Videobox, in der Videobeschreibung. Ne, habe ich recht? Sag ja. Yes. So schaut das hier aus, Leute. Wirklich sehr schön. Da fahren wir gleich runter und nehmen euch natürlich mit. Bis gleich. Okay, hier sind wir. Ich glaube, hier wird sowas wie ein Steg gebaut zum Anlegen. Ja. Then we turn and we go to the village inside, ne? Ja. Okay. Okay. Aber hier vorsichtig. We can watch him when you want. Go down. Okay. Maybe you got this thing too. So, wir haben jetzt doch hier an der schon vorher gesehenen Stelle geparkt. Ach ja, hier ist übrigens einer dieser Tankautomaten, aber da hat mir wahrscheinlich nur einen Unglücklichen erwischt. Ich habe mir sagen lassen, die funktionieren wohl in der Regel alle. Ah, very beautiful. Okay, dann werden wir mal mit euch, liebe Thailand-Community, mal schauen, was es hier Schönes zu entdecken geht. In diesen kleinen Fischerdörfchen. Auf Koh Kut! Ja, wenn man hier so lang geht oder lang schlendert, man hat irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwie die Uhren ein wenig langsamer laufen.
maybe. Why not? Ich glaube so. Du hast was zu trinken geholt. Die gibt's überall so. Imbiss, da drüben auch. Wie sollte es anders sein? Seafood Restaurant. Ja, Licht gibt's hier auch, ganz wichtig. Ja, ja. Schaut mal hier. Sawadee Kap. Maybe. Ja, maybe good. ข้าวไข่ดาวมีไหมคะ Yeah, you want to eat? We can eat together. Okay. Essen ist immer gut, oder was sagt ihr Leute? Ja, ja, I think the same. Ja. Okay, hier bleiben wir im Moment. One beer. Prost. Kein Alkohol, aber das muss man ja auch nicht den ganzen Tag über trinken. Kann man aber, ich weiß. Ja. Especially. Ja, liebe Thailand-Community, wie das mal so oft ist, genau in diesem Restaurant hat zum Hintergrund ein ganz klein wenig Musik gedudelt und ich nutze ganz schnell diese Nachvertonung für einen Hinweis. Ich habe jetzt aus einem gewissen Grund jetzt speziell in diesem Video keine Musik so im Hintergrund laufen lassen, weil, kann es gar nicht beschreiben, dieser Ort, diese Ruhe, die hat eine Ausstrahlung auf uns gehabt, kann ich gar nicht beschreiben und deswegen keine Musik im Hintergrund, damit vielleicht man das als Zuschauer, wie soll ich es ausdrücken, ja, vielleicht auch so ein bisschen wahrnehmen kann beim Zusehen oder beim Ansehen des Videos oder vielleicht auch so ein bisschen spürt, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. So, im Leo Mai? Yes, very cool. Platz sind wir beide und jetzt machen wir mit euch nochmal, nicht hier, sondern hier den Weg runter, einen kleinen Rundgang. Wir nehmen euch mal mit. Ja. So, hat die Kappe. Ja. Ja. Überall so kleine Auffangnetze. Okay. Okay. I think you can go. Ängstlich, aber ja. Wir sind vorsichtig und zur Not können wir schwimmen. Aber leider meine Kamera nicht. Ja, ja. So, dann gehen wir weiter. Tuka, 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 tuka. Nur viele Hütten hier auf der rechten Seite. I think here on the right side somehow no people live, ne? Leute, also hier. Wenn einer eine günstige Unterkunft sucht, contact me. Ich versuche da was zu drehen von euch. Wie entspannt hier die Menschen sind, das könnt ihr hier sehen. So, wir können, wenn wir hier schon sind, dann gucken wir uns natürlich alles mit euch an, oder Leute?
Ja. Petri Heil, würde ich sagen, ne? Obwohl, da ist das Petri Heil schon gelaufen. So, hier war wahrscheinlich mal eine Hütte. Hier auch noch frei zur Miete, würde ich sagen. Hier auch wieder diese ganz vielen kleinen Fische. Weiß jetzt nicht, warum die unbedingt hier in Nähe der Menschen hier unter den Häusern. Aber das wird ja bestimmt seinen Grund haben. Schöner Ort mit sehr viel Charme. Fische und große Krebse. Ich habe hier auch nochmal ein schönes Seafood Restaurant. Auch eine tolle Location. Und hier sind wir wieder an dem Ende, wo gerade dieser Steg gebaut wird. Ja, hier ist more beautiful, ne? Come here. Da wird man schon eher satt, oder? Big fish? I don't know how. I think sure can eat. When not can eat. This one look a little bit shark, ne? Ja. Ja, so ein kleiner Hai. Kiss vom Shark. Ja, ja. Small shark. Without money. Zum Teil sehen die aus, ja. Naja, sieht echt aus wie ein kleiner Hai hier, der Kollege. Sind es auch andere drin? Okay. Tila, hallo. Beautiful. Ja. Ich dachte eben vom Weiten, hier wird der Fisch getrocknet, aber ich glaube, das ist I don't know why the people do this. Eat for me. For me, grill later. Ja, yeah, okay. Ja, okay. Tschum. Sind schon ein paar Fische, ne? Wollte gerade sagen, die sind zu klein zum Essen, aber die Menge wird man, glaube ich, auch gut satt. So, liebe Thailand-Community, wir haben jetzt unsere wunderschöne Runde hier beendet und geht gleich wieder Richtung Unterkunft. Kanntet ihr diesen besonderen Ort hier auf Koh Kut, dieses sehr, sehr ruhige Fischerörtchen vielleicht schon? Packt es gerne in die Kommentare. Und wenn nicht, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dicken Daumen nach oben für uns beide. Kommentiert fleißig. Wir würden sagen, bis zum nächsten Mal auf den Channel von Thailand. Peace, Love and Rock and Roll. Stop, stop, stop. Einmal kriegt ihr hier noch diese wunderschöne Aussicht. Einmal die Mai. Und dann hier auch nochmal. Schaut mal. Unglaublich schön, ne? Auch die Mai natürlich. Bis zum nächsten Mal.
Mhm.